Wollen Sie sich wirklich über die wahren Themen zum Thema Gesundheit informieren, dann sollten Sie auf Wikisana gehen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ein sehr, sehr unglückliches Video ist in den letzten Tagen eigentlich so ein bisschen viral gegangen. Viral deshalb, weil es gewisse Botschaften drin hatten, die warnend war von einem Menschen, der wir alle sehr gut kennen, nämlich von Herrn Dieter Bröers. Doch sind da gewisse Aussagen von ihm völlig falsch interpretiert worden und hat eigentlich für großes Aufsehen gegeben innerhalb der Tesla-Technologie. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine Konkurrenz oder was ganz anderes, sondern es wurde ein bisschen zu fest vermischt, so dass es ganz wichtig ist, heute eine klarstellende Sendung darüber zu machen, was die Unterschiede sind zwischen deinem Gerät, Dieter Bröers, was ist der Unterschied zu einem Tesla-Gerät, was hat Tesla entwickelt, was hat Dieter Bröers erfunden oder gefunden oder entdeckt, oder ist er wirklich der erste Entdecker überhaupt von einer gewissen Frequenz. Das möchte ich heute alles klären, historisch analysieren mit dem Gründer oder mit dem Wiederentdecker von der Tesla-Technologie, nämlich mit Arthur Tränkle. Wir legen gleich los, nach dem Intro sind wir für Sie da. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich meinen Gast auch zeigen, Arthur Tränkle, herzlich willkommen. Hallo Alexander. Ja, also fangen wir doch mal mit der Historie an, bevor wir ins Problem reingehen. Diese ganze Tesla-Technologie wurde ja eigentlich von Russland wieder aufgenommen. Ja. Und zwar schon sehr, sehr viel früher, als das eigentlich die Entwicklung eines anderen Gerätes auf 150 MHz basierend aufgebaut wurde. Ist das richtig? Das stimmt. Man muss hier historisch das ein bisschen anschauen. Nikola Tesla war ja selber in Russland, war ja auch in Deutschland, hat ja in Graz studiert. Und er hat ja auch Lizenzen damals nach Russland vergeben und hat 1887 die Tesla-Spule entwickelt, zum Patent angemeldet, um Informationen und Energien zu übertragen. Ja. Aufgrund dieser Spule ist dann die Radiotechnik und viele weitere Dinge sind dabei herausgekommen. Und die Russen haben natürlich aufgrund dieser Patente, aufgrund dieser Historie hinter dem Eisernen Vorhang nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem sie in den Weltraum geflogen sind, angefangen zu forschen. Nicht nur das Thema Wasser, ja, also alle lebensvitalen Stoffe, um den Kosmonauten, ja, hier bestmögliche Bedingungen zu schaffen. Das ging in den 70er Jahren los. Da wurde ein Team beauftragt, das waren alles Militärprojekte. Da wurde ein Team beauftragt mit einer Radiostation im Umkreis von 30, 40, 50 Kilometer bestimmte Frequenzen auf die Bevölkerung zu besenden, um zu schauen, ob das positiv oder negativ ist. Aber nicht nur die Menschen, sondern die Pflanzen und die Tiere wurden analysiert. Dieses Projekt ging über mehrere Jahre und dann haben die Ärzte gewisse Frequenzmuster festgestellt. Später wurde dann auch in St. Petersburg das Thema Global Scaling, wo dann auch die Bäume zum Beispiel analysiert worden sind, da wurde ein Baum genommen und alle Blätter vermessen, Länge, Breite, und es hat sich immer wieder ein universelles Muster herausgebildet. Und das war auch hier mit diesen Radiofrequenzen, die natürlich alle auf Nikola Tesla zurückgreifen. Es gab hier eine Anekdote, der Nobelpreis für die Radioentdeckung wurde ja einem Italiener damals zugeschrieben, Marconi. Und Nikola Tesla hat mal süffisant gesagt, der soll doch mal sein Radio betreiben, ohne meine Patente zu verletzen. Ja, ja? Ja, genau. Also das heißt, damit man einfach sieht, wo ist da die Grundlage gewesen. Und die Russen haben jetzt mit diesem Forschungsprojekt festgestellt, dass hier bestimmte Frequenzen sehr, sehr positiv auf den menschlichen Organismus wirken. Das heißt, es geht hier um diese vitalen Frequenzen. 144 und 150 Megahertz, oder? Und weitere. Mhm. Jetzt ist es so, dass hier Nikola Tesla ja damals diese vitalen Schwingungen, vitalen Frequenzen schon entdeckt hat, beschrieben hat. Und jetzt kommt noch was hinzu. Er hat Vorträge vor Ärzten gehalten, in Amerika, in New York, in Europa, und hat hier neue Wege in der Medizin aufgezeigt. Da gibt es wirklich historische Bücher, hier gibt es Aufsätze, Mitschnitte, wo damals das von Zeitzeugen dokumentiert worden ist. Die Ärzte haben natürlich das Ganze mal aufgenommen. Er hat natürlich vom physikalischen Verständnis diese Lebensgesetze, die
universelle Sprache wird ja über Frequenzen übertragen. Ja? Und das hat er dann dementsprechend kommuniziert. Die Russen haben das Ganze erforscht, um dann für ihre Projekte einsatzfähig zu machen. Und ich war dann 2011 in Krasnodar und habe durch einen glücklichen Zufall, weil ich wollte eigentlich mir einen Erdkonverter anschauen, habe ich dann eine Technologie kennenlernen dürfen, wo ein Entwickler mir erzählt hat, dass sie zur Sowjetunion-Zeit mit Spulen um den Körper positive Einwirkung auf Leberkrebs hatten. Ja, das heißt, schulmedizintechnisch waren diese Menschen schon so weit, dass die Schulmedizin nicht mehr helfen konnte. Und jetzt war noch dieser Versuch und die Aufgabe war es dann, eine Apparatur nicht 30 Meter hoch zu bauen, sondern in einen Raum, eine Raumgröße zu schaffen. Das haben die auch hingekriegt, wog damals eine halbe Tonne. Und dieser Entwickler, dem seine Aufgabe war es dann, das Ganze in Resonanz zu bringen. Wir kennen das Ganze vom Radio. Wenn du den Sendersuchlauf, noch damals bei den analogen Radiogeräten, wenn du den Sendersuchlauf nicht richtig getroffen hast, hast du ein Rauschen gehört. Mhm. So im Hintergrund, ja? Und als Kinder, du konntest damit nicht viel anfangen. Nur heute weiß ich, woher kommt dieses Rauschen? Nicht nur von der Erde. Also nicht dieses künstliche Rauschen aufgrund unserer Technologien, sondern der größte Teil von diesem sogenannten weißen Rauschen kommt vom Universum. Wir sind genetisch in der Biologie seit Jahrmillionen auf diese Urfrequenzen, nicht nur von der Sonne, wo dann die 150 MHz eine Rolle spielt, die 144 und weitere Frequenzen, auf die wir konditioniert wurden. Es gibt einfach Frequenzen, die lebensfreundlich sind und es gibt lebensfeindliche Frequenzen. Das heißt, da können wir uns nicht so gut entwickeln, das stresst unsere Zelle. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel Mikrowellentechnologie nehmen und die über Hunderttausenden von Jahren auf die Menschen loslassen, werden wir uns in 1-2 Millionen Jahren auch daran anpassen. Wir sind anpassungsfähig, aber aktuell gibt es Frequenzen, die für uns nicht gut sind. Und die Russen haben damals zu mir gesagt, diese Radiotechnologie, die wir entwickelt haben und die ich dann damals auch mitbekommen habe, ich durfte sie in den Westen mitnehmen, hat eine Frequenzbreite. Der Träger ist uninteressant. Sie können zwischen 130 MHz bis über 190 MHz jeden Träger benutzen. Der Träger, das ist ja auch wichtig für den Zuschauer zu verstehen, was ist denn so ein Wellenträger? Dieser Wellenträger, Sinuskurve, das ist wie so ein Teller. Aber der Teller macht dich nicht satt, sondern es geht um den Inhalt. Also die aufmodulierten Frequenzen. Genau, diese harmonischen Wellen, die aufmodulierten Frequenzen, wo dann die Schumann-Frequenz, die übrigens 50 Jahre vorher, bevor Schumann diese Frequenz entdeckt hat, von Nikola Tesla schon benannt wurde als Puls der Erde. Die Russen sind ja hochgeflogen im Weltraum und haben festgestellt, in der Zellbiologie, bei den Pflanzen, bei den Menschen, die entwickeln sich nicht so gut, die werden krank. Warum? Du hast oben keinen Puls der Erde. Wir sind Erdlinge. Wo haben wir uns die letzten Millionen Jahre entwickelt? Auf der Erde. Das heißt, wir sind auf die Lebensgesetze der Erde bestmöglich angepasst, an die Luft, an die Lebensmittel, ja, und auch an die Frequenzen. Nicht nur das Brot allein nährt uns, so wie es in der Bibel schon steht, sondern es geht auch um dementsprechende Sprachen, universelle Sprachen, die wir dann auf der Zellebene einsetzen können. Und das haben die Russen wirklich in den 70er Jahren erforscht. Ich habe diese Technologie rübergeholt und Alexander, es war wirklich so, ich bin wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich hatte hier 5 dieser Geräte und ich wollte eigentlich nur 1 für mich selber, musste 5 kaufen. Und mein Geschäftspartner hat schon zu mir gesagt, Arthur, den Russen siehst du nie wieder, gib dem kein Geld. Aber das hat sich alles wirklich auch dementsprechend mit Vertrauen in eine Technologie münden lassen. Ich habe die Technologie erhalten und dann habe ich 2-3 Jahre gar nicht gewusst, was habe ich hier überhaupt. Wir haben experimentell bei mir, Familie, Freunde mal getestet. Das mit dem Wasser fand ich beeindruckend. Heute weiß ich, dass dieses Stehwellenverhältnis der Antenne bei Wasser einen unglaublichen Wirkungsgrad hat. Das heißt, du nimmst die Hand so und hältst die in der Luft und die hat ein ganz schlechtes Stellenwellenverhältnis. Sobald hier Wasser in die Nähe kommt, wird der Wirkungsgrad der Handsonde auf ein Optimum.
Das haben die Russen damals schon vorausgeplant und es gibt keine Technologie, die ich recherchieren konnte, die diese Dimension in Form von Wasser, Wasser ist der Lebensquell, ohne Wasser gibt es kein Leben, wir sind ein Wasserwesen. Und die Russen haben es verstanden, diese Lebendigkeit des Wassers über elektromagnetische Felder zu stimulieren, denn das Ziel von der Informations- und Energiemedizin ist doch totes Wasser, Schlackes, Brackwasser aus den Zellen, also verbrauchtes Wasser, was irgendwo in der Ecke abgestanden rumsteht, ja, ist ein Mikrokosmos in einer Zelle, rauszudrücken, Energie an die Mitochondrien zu übergeben. Und es ist ja so, dass auch Wärme, diese lokale Hypothermie, da extrem wichtig ist. Da kommen wir aber noch rein. Genau. Gell? Und dann, ich würde eigentlich gerne mal noch die Diskrepanz anschauen zwischen dieser Sendung, die viral gegangen ist, und den richtigen Fakten eigentlich oder den Missverständnissen. Denn eins dieser großen Missverständnisse war ja, diese 150 MHz Frequenz sei patentrechtlich geschützt von dem Dieter Bröers. Aber das ist ja viel, viel länger schon vorhanden gewesen in der russischen Technologie, oder? Mit Sicherheit ist die Entwicklung von Dieter Bröers geschützt. Mhm. Es ist ein Weg, aber die Radiotechnik ist doch viel, viel älter. Ja. Ja. Die Technologie, die damals von dem Feucht, Dr. Feucht oder wer das jetzt genau war, der das dann entwickelt hat für Dieter Bröers, der übrigens gesundheitlich große Probleme hat. Wenn er so ein tolles Gerät hat, warum behandelt er sich nicht selber? Das heißt, ich bin jemand, der auch schaut, wie sind die Früchte? Ja, ist jemand in der Lage von der Altersstufe, sich dementsprechend aufgrund der Lebensgesetze zu ordnen? Das heißt, die Russen haben einen komplett anderen Weg genommen. Das heißt, es gibt auch andere Geräte, nicht das Gerät nur vom Dieter Bröers. Es gibt andere Hochfrequenztechnologien und ich habe damals zweieinhalb Jahre recherchiert. Ich war bei Instituten, ich war bei Heilpraktikern, Medizinern und habe mich quasi als Autodidakt ausbilden lassen. Was gibt es überhaupt auf dem Markt? Ob das Papimi, Rehatron, Terracell, es gibt wirklich das Lakowski-Gerät und habe alle diese Geräte analysiert, um zu schauen, wo passt denn unser Gerät rein? Haben denn diese Geräte überhaupt mit Wasser was zu tun? Gar nichts. Das sind alles Geräte, die eine metallische Resonanz haben, die aufbauend auf der Funkenstrecke nach Nikola Tesla logischerweise auch eine Resonanz mit Metall haben, welche wir überhaupt nicht haben. Das heißt, die 150 Megahertz, auf die der Dieter Bröers so großen Wert legt, braucht er vielleicht auch, weil er hat es ja für einen Knorpel, menschlichen Knorpel im Einsatz. Bei uns geht es ums Wasser. Mhm. Wir brauchen Weichgewebe, ja. Wir brauchen Fließgeschwindigkeit, wir brauchen nicht etwas Starres, der Knorpel wird kaum durchblutet. Ja? Das heißt, es geht hier darum, 70% Körperflüssigkeit, Zellflüssigkeit in Bewegung zu bekommen, das über die Nieren, über das Lymphsystem rauszudrücken. Und jetzt ist es doch so, dass Energie in die Zelle auch zu transportieren. Letztendlich ist ja auch Elektronen mit drin, das heißt, die Energie ist ja da, die Selbstheilung wird gesteigert. Aber ich möchte noch weiter auf dieses Gespräch, denn er hat ja gesagt, also Ziel war ja eigentlich, die billigen Korea-Geräte, die auf den Markt kommen, einfach davor zu warnen, dass man eigentlich mit solchen Geräten nicht spielen sollte, oder? Das stimmt. Das hat er uns im Telefonat ja ganz aber deutlich erklärt. Aber das kam erklärt. Nicht rüber. Das kam leider nicht rüber. Es geht um die irgendwelchen Nachbauten, die Korea-Geräte. Es ist halt so, du kannst immer etwas günstiger, ja, preiswerter versuchen zu machen. Die Frage ist, ob dann das Ganze auch richtig verstanden ist. Weil du hast ja immer eine Grundlage vom Verständnis, so wie ja die Russen über Jahre diese Frequenzen erforscht haben. Und es sind halt auch bei uns gewisse Feinheiten, die wir gar nicht preisgeben. Ich kann natürlich sagen, beim Dieter Bröers ist ein Filter mit eingebaut, der hat gar keine harmonischen Wellen. Ja, beim Lakowski-Gerät, Lakowski zum Beispiel wusste damals gar nicht, welche Frequenzen gut und welche schlecht sind. Deswegen hat er versucht, so viel wie möglich an Trägerfrequenzen einzubauen, natürlich aber auch schädliche. Wenn ich die Möglichkeit habe, schädliche Frequenzen rauszunehmen, dann mache ich das. Und die Russen haben jetzt hier verschiedene Peaks, die für den menschlichen Körper gut sind, einbehalten. Ob das die 144, die bei uns nach wie vor drin ist, die Fibonacci-Sequenzen, die 150 MHz. Aber die Kunst besteht jetzt in den Oberwellen.
in der Harmonie, ja, diesen Wellencharakter so drauf zu modulieren, damit das dann auch bei der Zelle ankommt, damit das Ganze in Resonanz geht. Und ich habe ja so viele Experimente schon gezeigt und viele Zuschauer haben diese Dinge ja schon gesehen, wo wir etwas zeigen, was eigentlich unglaublich ist. Ich habe einen Aufbau von einer Wasserstraße, von verschiedenen Flaschen gemacht. Haben wir mal eine Sendung gezeigt? Genau. Da kann man darauf verrückweisen. Also wir haben eine LED hinterhalten, an einer Kette von PET-Flaschen und hier Energie raufgegeben und hier hat es geleuchtet. Das zeigt ja, das Wasserwesen Mensch kann sehr gut Energie über den ganzen Körper verteilen, wenn man Energie zufügt, oder? Alexander, das ist eine Sensation. Klar, aber was ich noch viel interessanter finde, ist nämlich die Wasserstruktur und die sind alle hexagonal. Richtig. Aha. Das ist das Ziel, weil wir haben dann angefangen auch zu schauen, wie kann man Wasser unterscheiden, ja, also nicht nur pH-Wert oder sonstiges oder Mikrosiemens, das ist klar, wo mechanische Einwirkungen sind, aber ist das Wasser jetzt vital, ist es bekömmlich für die Zelle und dann kommt man nicht drum hin, auch auf Emoto zu sprechen zu kommen. Und Emoto war in Russland. Emoto hat ja auch die großen russischen Wasserforscher konsultiert. Und es gibt ja dieses tolle Video Water, das Geheimnis des Wassers, wo ja viele russische Wissenschaftler zur Sprache kommen. Die haben wirklich, ob das im Deuterium Oxidbereich, D2O, für die Kosmonauten rausgenommen, damit sie das bestmögliche Wasser, und das habe ich angefangen, 97, 98 mit Wasser zu beschäftigen. Ich habe Wasser eingefroren, ich habe alles probiert, um das für mich abzubilden, weil ich bin Autodidakt, ich bin jemand, der gerne lange leben möchte, gesund, vital und fit jeden Tag, und ich bin auch ein Vorbild, ja, für viele andere, und ich möchte praktisch das für mich in erster Linie selber einsetzen. Und so hat sich das weiterentwickelt, wo die Menschen gesagt haben, Arthur, das, was du hier hast, hätte ich auch gerne. Wie komme ich dazu? Und ich bin ja kein Produzent in dem Sinn gewesen. Ich hatte mit Mikroelektronik, Hochfrequenz, nichts am Hut, aber habe mir als Autodidakt über die letzten Jahre, ob es dann die kapazitive Blindleistung und sonstiges, vieles angeeignet, wo ich jetzt auch auf Augenhöhe mit Experten diskutieren kann. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Stunden wir im EMV-Prüflabor verbracht haben. Mittlerweile haben wir das alles selber eingerichtet. Ja? Ja, ja. Auf Knopfdruck machen wir das alles selber, um genau zu zeigen, wie die Wirkweise da ist. Natürlich kannst du immer etwas nachbauen, wo du eine Schaltung machst, aber wenn du Glück hast, schadest du nicht. Mhm. Was ist, wenn du falsche Frequenzen triffst, ja, wo du dann vielleicht das Ganze sogar noch torpedierst, was genau du eigentlich haben willst. Da muss man eben auch hinschauen. Richtig. Oder? Und das ist ja etwas, was ja Dieter Bröers mit Sicherheit angesprochen hat, wo er auch so klar kommunizieren muss. Und letztendlich entwickeln wir uns weiter und die Hochfrequenztechnologie ist aus meiner Sicht stehen geblieben. Wir haben hier die Chance gehabt aus Russland und ich vergleiche das gerne mit einer Schreibmaschine. Die Schreibmaschine hat zeitgerecht viele, viele Vorteile gehabt. Und es hat auch Jahre gedauert, wo der PC schon da war, wo es immer Menschen gab, die gesagt haben, ja, aber die Schreibmaschine ist besser, die Schreibmaschine ist besser. Und trotzdem, ja, hat sich der PC durchgesetzt. Und so ist es mit dieser Technologie auch, die die Russen entwickelt haben, weil sie auf mehreren Ebenen schwingt. Nicht nur Informationsübertragung, Energieübertragung, thermische Funktionen und natürlich den emotionalen Körper, wo hier der emotionale Körper auch aufgrund von gewissen Manifestierungen, Ängsten, Wut, Zorn, was sich bei den Menschen auflöst. Ich vergleiche das gerne mit einer Peperoni. Wie wirkt eine Peperoni? Meistens zweimal, indem sie rein und rausgeht. Und so ist es bei den Emotionen auch. Wenn jemand mit der Leber ein Thema hat, weil da sich zum Beispiel Zorn, Wut festgesetzt hat und er fängt an zu befelden, was macht dann die Leber? Die Leber tut dieses informierte Wasser rausbringen. Die Emotionen kommen nochmal hoch, man durchlebt es teilweise nochmal und jetzt kann sich die Leber wieder neu bilden. Und das ist das Ziel, auch auf dieser emotionalen Ebene zu wirken. Und ich möchte hier etwas über die Zirbeldrüse preisgeben. Machen wir das vielleicht nachher noch? Gerne. Ich möchte gerne noch die Thermik reinkriegen, denn die Thermik wurde von ihm sehr kritisch angeschaut und innerhalb der Schulmedizin ist thermische Einflüsse ein bewährtes Mittel. Ich erinnere dann zum Beispiel noch an die Hyperthermie zum Beispiel, wo sehr, sehr gesund ist. Er hat das ein bisschen kritisch angeschaut, die thermische Wirkung, und ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum und wieso. Denn mit einer thermischen Wirkung kann ich durchaus auch schauen, wo die Energie hinfließt. Und dort, wo die Energie hinfließt, habe ich möglicherweise eine Baustelle.
So, das finde ich ja schon mal gut, es über die Thermik zu spüren. Genau. Was soll das? Ich habe das auch nicht verstanden. Mhm. Weil du ja auch zum Beispiel über eine Wärmebildkamera genau zeigen kannst, über Akupunktur, wo fließt die Energie hin. Wir können mit unserer Technologie zeigen, wie über den Körper, über die Meridiane wir Energie übertragen können. Das ist ja eine zukunftsweisende Technologie, wo wir einfach Dinge sichtbar machen können, wie die Energiebahnen, wo die Versorgung der Organe speziell über die Zähne funktioniert. Man muss ja alles ganzheitlich sehen. Und die Hyperthermie, wie alt ist denn die? Die ist so alt wie die Menschheit. Das ist ein Sonderprogramm des Körpers. Immer wenn wir von außen, aus Grund von verschiedenen Erregern angegriffen werden, was passiert? Der Körper verändert die Betriebstemperatur. Immunsystem geht rauf. Geht hoch, um dem Erreger das so schwer wie möglich zu machen. Von 37 Grad geht die Temperatur auf 40 Grad. Du fühlst dich geschwächt für 1-2 Tage und danach geht's dir wieder besser. Das heißt, der Körper reguliert das Ganze selber. Und Menschen, die körperliche Probleme haben, aufgrund von verschiedenen Baustellen und auch emotionalen, die haben hier die Möglichkeit über die lokale Hypothermie. Weil wenn der ganze Körper mit einer schulmedizinischen Hyperthermie, das ist ein Stresstest für das Kreislaufsystem des Menschen. Das kannst du lokal einsetzen und du hast dann wirklich nur an dieser Stelle durch diese Tiefenwirkung auch tatsächlich dort eine Beschleunigung. Beschleunigung heißt, mehr Blut kommt hin. Wenn mehr Blut hinkommt, was kommt noch hinzu? Sauerstoff. Wenn mehr Sauerstoff durchs Blut transportiert wird, kommen Mineralien hin. Und das sind die Baustoffe, Energie, Wasser, Mineralien. Daraus bestehen wir. Und deswegen darf man sowas überhaupt nicht offiziell sagen. Wer sowas sagt, outet sich. Und ich würde im Prinzip sowas überhaupt nicht benennen, weil die Hyperthermie zum Menschen dazugehört. Man muss unterscheiden. Eine Mikrowelle macht auch eine Erwärmung. Aber nur aufs Wasser. Das heißt, du kannst in der Mikrowelle Wasser erwärmen. Ja? Bei dieser Radiotechnologie von uns kannst du Wasser mit der Handsonde befelden, so viel du willst. Du kriegst es nicht 0,1 Grad wärmer. Das funktioniert nicht. Nur im Zusammenspiel der Mitochondrien, nur im Zusammenspiel der Zellresonanz, was wir ja mit Pflanzen zeigen können, was wir mit Tieren zeigen können. Mir ist nicht bekannt, dass die Technologie vom Dieter Bröers bei Tieren eingesetzt wird, bei Pflanzen eingesetzt. Wir haben herausragende Ergebnisse, Erfolge in allen Pflanzenarten, Pflanzengattungen, von Sprossen angefangen, Pflanzenwuchs, Ertrag, teilweise 30-40%. Du kannst eine Pflanze nicht mit Autosuggestion oder mit Placebo beeindrucken. Das interessiert die Pflanze nicht. Die Pflanze ist auf verschiedenen Lebensgrundsätzen aufgebaut und so entwickelt sie sich. Und fehlt Sonne, also Lichtfrequenz, bleibt sie stehen. Fehlt Wasser, bleibt sie stehen. Fehlen Mineralien, bleibt sie stehen. Sind diese Dinge vorhanden, kann die Pflanze sich bestmöglich entwickeln. Dann machen wir vielleicht noch 2-3 Sätze, klärende Sätze innerhalb der Zusammenarbeit. Gibt es irgendwelche Zusammenarbeit Selbstverständlich. Von dir mit Selbstverständlich. Dieter Bröers? Ja, ich war ja in Griechenland. Wir haben uns ja auch hier im Kreise von QS24 ja mehrfach getroffen. Und ich habe Messgeräte, Dieter Bröers, zur Verfügung gestellt, teure Messgeräte, wo er für uns Studien macht. Ich weiß nur nicht, ob er fertig ist. Wir haben auch natürlich einen regen Austausch zu unterschiedlichen Dingen. Deswegen war ich auch so verwundert, dass so eine Sendung kommt, nur weil jemand als Interessent das vielleicht gar nicht so richtig versteht, weil wir sind doch in einem Netzwerk. Wir sind doch miteinander und nicht ich bin der und ich bin der. Das brauchen wir gar nicht. Wir sind in einer neuen Zeit und das müsste doch auch jeder letztendlich verstanden haben, dass wir nur miteinander, wenn wir unsere Technologien zusammenlegen, weiterentwickeln, für uns als Menschheit das Bestmögliche erreichen können. Ja, so ist es, genau. Dann lass uns noch ein bisschen über die Zirbeldrüse reden, gell? Da habe ich dich nämlich kurz unterbrochen und das ist eben auch schon ein Phänomen, oder? Großes Geheimnis. Mhm. Die Zirbeldrüse, Dieter hat ja darüber ein Buch geschrieben. Wenn ich mich abends ab einer gewissen Uhrzeit befelde, Alexander, bleibe ich bis 3-4 Uhr morgens wach.
Warum? Oh, ist aber nicht gut, oder? Ist nicht gut. Willst schlafen? Kannst nicht schlafen. Bist glockenwach. Ich arbeite, ich recherchiere dann in der Zeit. Warum? Durch die Befeldung, natürlich durch das Trinken von diesem Wasser, wo Energie in den Körper reingeht. Und dann durch die Befeldung hinten das vom motorischen Zentrum. Oder es gibt hier verschiedene Stellen im Körper, wo wir sehr gut Schnittstellen haben, um auch die Zirbeldrüse zu erreichen. Da gibt es viel Literatur darüber, Studien, wie wichtig die Zirbeldrüse ist, die Masterdrüse für alle weiteren Drüsen. Bringe ich die Zirbeldrüse in Griff, kriege ich die in die Verjüngung, ja, wird alles andere auch wieder harmonisiert. Und wenn ich diesen Wachzustand, diesen klaren Bewusstseinszustand erreiche, muss ich zwangsläufig die Zirbeldrüse aktivieren, sonst funktioniert das nicht. Es werden hier Hormone ausgeschüttet und ich benutze zum Beispiel, wenn ich mit Per Zerbergs oder Lothar Hirneise Schach spiele, ich befelde mich vorher immer, ja, damit ich dann diese Konzentration bringen kann. Und lieber Alexander, liebe Zuschauer, Nikola Tesla hat das vor über 100 Jahren schon gemacht. Er saß regelmäßig vor seiner großen Flachspule, hat sich befeldet und wollte sogar in jedem Klassenzimmer eine Flachspule integriert haben, damit die Kinder sich besser entwickeln können. Aber besser entwickeln, da geht es nicht ums Gehirn, um den Knochen. Da geht es darum, dieses Weichgewebe, Zirbeldrüse, dieses kleine Drüschen zu aktivieren, damit es seine volle Kraft entfalten kann. Faszinierend, hä? Vielleicht noch zwei, drei Worte. Es gibt, wenn man ein bisschen googelt über das Gerät, kommt plötzlich irgendwelche Schlagzeilen vom Staat, dass das Gerät verboten sei und. Da gibt es auch eine Geschichte dahinter. Genau. Sollten wir auch, glaube ich, mal klarstellen, was das ist. Naja, gut, Hochfrequenztechnologie ist nicht so in. Der Staat, die Regierungen haben immer wieder versucht, diese Technologien zu unterdrücken, wurde in Amerika teilweise verboten in den 60er Jahren. Es ist so, dass diese Technologie am Anfang eine Trägerfrequenz hatte von 144 MHz. Diese Trägerfrequenz hat im Amateurfunkbereich zu leichten Störungen geführt. Das wurde dann verändert, nachdem das angemahnt worden ist. Das heißt, die 144 darf als Träger nicht benutzt werden. Aber ich habe es vorher schon erwähnt, die Trägerfrequenz kann von 130 bis 190 MHz verwendet werden. Und spielt gar keine Rolle, weil für uns sind die Fibonacci-Sequenzen, um dann auch ein Vielfaches als Potenz hier zu haben, viel wichtiger. Und so haben wir das adaptiert und dann dementsprechend neu auf den Markt gebracht. Und wenn jemand auch ein älteres Gerät hat oder hatte, hat das eingeschickt, wir haben es umgestellt und schon war alles wieder gut. Gut, aber die Schlagzeile ist immer noch im Netz und niemand macht eine Gegendarstellung, oder? Also das Gerät ist absolut erlaubt, man kann das problemlos nutzen. Nur ist es jetzt so, der EU-Bürger darf eine thermische Wirkung haben und ich glaube, der Schweizer nicht mehr, oder? Aktuell bei der Schweiz nicht. Wir sind dran, hier auch im Frequenzbereich uns natürlich weiter zu entwickeln. Wir haben hier weitere Frequenzfenster und auch hier haben wir kreative Lösungen, auch für die Schweizer und natürlich auch für andere. Ja, wir mögen ja nicht alles vertragen, weißt du, diese empfindliches Pflänzchen, oder? Genau, das stimmt. Und auch für die Schweizer werden wir dementsprechend die Frequenzen so optimal zur Verfügung stellen können. Ich habe noch einen Artikel gelesen, Per Zerberg hatte mal einen Artikel veröffentlicht in Bezug, ist es jetzt wirklich so wichtig, dass die 150 MHz bis 4 Stellen nach dem Komma relevant sein muss? Denn für mein Verständnis ist der Hautwiderstand eines jeden Menschen total anders. Wie soll eigentlich bis 4 Stellen nach dem Komma, was ich immer wieder höre, sei so bedeutsam, eine Rolle spielen? Hat bei den Russen nie eine Rolle gespielt? Schau mal, allein deine Körpertemperatur ist permanent unterschiedlich. Wenn du 4 Stellen nach dem Komma deine Körpertemperatur messen würdest, dein Rhythmus, dein vegetatives Nervensystem, du hast immer eine Bandbreite und die gilt es zu erfassen. Und die Russen haben hier den einfachsten Code, der über Frequenzen funktioniert, über das Rauschen. Die Übertragung dieser Radiofrequenzen geht über das Rauschen. Es ist viel einfacher, es ist viel günstiger. Die Geräte im Hochfrequenzbereich sind ja nicht günstig. Von 10.000 bis 50.000 Euro gibt es ja alles in dem Bereich. Das sind ja teilweise Kondensatorenbänke drin. Ich weiß nicht, ob ich das so meinem Körper zufügen würde, wenn ich da eine Büroklammer in die Hand nehme, das habe ich gemacht, und bin 20 Zentimeter an die Spule ran. Ich konnte die Büroklammer nicht mehr anfassen. Hätte ich sie in der Hand gehalten, hätte sich das bei mir in die Hand reingebrannt. Deswegen auch Implantate muss man aufpassen. Wenn du diese alte Schreibmaschinentechnik hast,
entsteht eine metallische Resonanz. Das heißt, du hast ein Implantat und wenn du Implantat hast, kann es mal locker 200-300 Grad heiß werden. Das fällt dir einfach aus dem Fleisch raus. Ja, ja. Und aus dem Grund sind ja die Russen neue Wege gegangen, weil sie im Weltraum, im Orbit ganz andere Lösungen gebraucht haben und haben hier zum Glück diese Wasserresonanz hergestellt. Und das kann ich auch mit weiteren Videos zeigen, wie diese Frequenz auf Wasser sehr, sehr positive Einflüsse hat. Mhm. Ich glaube, wir haben alle Missverständnisse jetzt aufgeklärt in Bezug auf dieses eine Video, oder? Ich hoffe. Es kommt mir jetzt auch gar nichts mehr in den Sinn, was wir noch klären sollten. Es sind zwei verschiedene Geräte. Also absolut. Die haben nichts miteinander zu tun. Vor 20 Jahren ist das, glaube ich, stehen geblieben von der Entwicklung her, oder? Ja, absolut. Ich meine, wir haben jetzt weltweit, ich glaube, wenn wir jetzt alle alternativen Kliniken in China, in Mexiko, in Singapur zusammennehmen, über 20.000 dieser Geräte gebaut. Schaut doch mal an, wie viele Geräte insgesamt, alle Hochfrequenzgeräte, die es aktuell gibt, also im höheren Leistungsbereich, haben nicht mal diese Stückzahl. Dieter Bröss hat mir mal gesagt, die haben in den letzten 25 Jahren nicht mal 500 Geräte produziert. Wenn die so eine fantastische Wirkung hätten, würde diese Technologie sich nicht aufhalten lassen. Sich jeder wir wurden bekämpft, wir wurden verboten, wir werden unterdrückt und trotzdem sagen unsere Kunden, lieber Arthur, diese Technologie hat mein Leben verändert. Ich benutze diese Technologie jeden Tag und ich werde sie nicht missen, weil die Gesundheit, meine Gesundheit ist das Wichtigste für mich im Leben. Und aufgrund dieser Kreativität finden wir immer Lösungen, die Menschen trotzdem noch zur Verfügung zu stellen. Und die Technologie aus der Vergangenheit hat mit Sicherheit die Berechtigung gehabt, aber es gibt fortschrittlichere, effektivere, auf Wasser basierende Frequenzen, die noch besser für uns geeignet sind. Mhm. Und ich weiß auch nicht, was in 3, 4, 5 Jahren auf den Markt kommt. Aber ich kann dir eins versprechen. Bist wir dabei. Sind ganz vorne mit dabei. Das dachte ich mir so. Super. Lieber Arthur, herzlichen Dank für das klärende Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, war es einfach wichtig für mich, hier mal eine klärende Stellungnahme abzugeben zu diesen Missverständnissen, die auf dem Markt aufgetaucht sind. Dieses besagte Video, das auf dem Markt war, wurde in der Zwischenzeit auch zurückgezogen, aber es hat natürlich genügend Leute gehabt, die das gesehen haben und die sollen heute eben auch dieses Video sehen, um sich hier einfach eine ganzheitliche Sichtweise auf diese Problematiken oder auf die einseitige Darstellung durch dieses Video nun zu bekommen. In diesem Sinne, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich, dann nehme ich das auch auf und mache auch eine Sendung darüber, aber ich denke, es ist alles klar. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.